Ja, jetzt kommen wir zur Wärmekapazität und da wollen wir genau die Freiheitsgrade, die wir eben kennengelernt haben, nutzen. Wir wollen uns nämlich anschauen, wie viel Energie ein Körper bei einer bestimmten Temperatur aufnehmen kann, beziehungsweise es ist manchmal schwierig, die Gesamtenergie anzugeben. Die werden wir später U nennen, die sogenannte innere Energie. Manchmal ist es einfacher, nur anzugeben, wie sich die Energie, die ein Körper enthält, ändert, also ein Delta U anzugeben, wenn man Energie dem Körper zuführt und dabei zu beobachten, wie groß die Temperaturerhöhung ist. Also hier unten habe ich es schon sozusagen so formuliert, ich mache eine Temperaturerhöhung des Körpers und das geht einher mit einer Energieänderung der im Körper gespeicherten Energie. Und da spielen jetzt diese Freiheitsgrade gerade eine entscheidende Rolle. Jedes einzelne Teilchen hat ja als mittlere Energie jetzt Anzahl der Freiheitsgrade durch 2 K-Boltzmann T, also F mal 1/2 K-Boltzmann T, könnte man es formulieren. Und jetzt nehmen wir ein System, was N Teilchen enthält. Dann ist die Gesamtenergieänderung, und da brauchen wir jetzt nicht mehr über die mittlere Energieänderung zu sprechen, weil bei so vielen Teilchen, thermodynamische Systeme haben ja immer sehr große Teilchenzahlen, kann man davon ausgehen, dass man sowieso den Mittelwert messen wird, haben wir eine Energieänderung Delta E, die dann hier mit dieser Temperaturänderung Delta T zusammenhängt und dann dieses F mal 1/2 mal K-Boltzmann mal diese Anzahl der Teilchen als Vorfaktor hat. Und diese Proportionalitätskonstante hier, die führen wir jetzt ein als Wärmekapazität C, großes C, wenn wir einfach den gesamten Körper meinen. Wir werden später die Wärmekapazität noch auf verschiedene Dinge beziehen, entweder auf die Masse oder auf die Stoffmenge, also Anzahl der Mole. Dann verwenden wir klein Cs, aber das Groß C meint hier immer für den ganzen Körper. Genau, hier ist jetzt eingeführt diese auf eine Masse oder Stoffmenge bezogene spezifische Wärmekapazität, nennt man die dann. Also insbesondere, wenn man es hier auf die Masse bezieht, ist es die spezifische Wärmekapazität klein C. Und dann muss man einfach diesen Wert klein C mal der Masse des Stoffes verwenden, um diesen ganzen Körper zu beschreiben. Und dann ist es eben nicht mehr eine Eigenschaft des Körpers, sondern jetzt eine Eigenschaft des Materials. Und das ist ja häufig so in der Physik, dass wir Materialkonstanten angeben. Und wenn man dann weiß, Wasser hat eine bestimmte spezifische Wärmekapazität und ich habe eine bestimmte Menge Wasser, eine bestimmte Masse M von Wasser, also zum Beispiel 1 Kilogramm Wasser, mit einer spezifischen Wärmekapazität von 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal 1 Kilogramm, dann kann ich ausrechnen, wie viel dieser Körper aus einem Kilogramm Wasser insgesamt als Groß C dann als Wärmekapazität hat. Man kann alternativ auch eine sogenannte molare Wärmekapazität einführen, die wir C molare hier nennen, also nochmal mit dem Index dazu. Und dieses Nü, was ich hier verwendet habe, das soll die Stoffmenge sein, also die Anzahl der Mole des Stoffes. Also 1 Mol mal der molaren Wärmekapazität ist dann die Kapazität, die 1 Mol, also 18 Gramm Wasser haben. Und jetzt findet man diesen interessanten Zusammenhang, dass wir, wenn wir 1 Mol betrachten, die Anzahl der Teilchen ja kennen. Nämlich, das ist die Avogadro-Zahl Na. Und wir hatten schon eine Konstante eingeführt, nämlich dieses Na mal K-Boltzmann, das war unsere Gaskonstante R. Das heißt, wir können diesen Vorfaktor, der zwischen der Energieänderung und der Temperaturänderung stand, das Groß C, das war hier eine Abkürzung für Groß C, bei 1 Mol jetzt eben so ausformulieren und kriegen da einen Wert, der nur die Anzahl der Freiheitsgrade und eine Naturkonstante enthält. Das heißt, wir
können Vorhersagen über Eigenschaften von Materialien machen, nur auf der Basis, ob das jetzt Atome oder Moleküle oder Festkörper sind. Und das ist jetzt hier an Beispielen mal gezeigt. Für atomare Gase, da haben wir nur 3 Freiheitsgrade, nur die Translationsbewegung haben wir diese 3/2 Karboltzmann T. Jetzt eben für das ganze Mol 3/2 mal R als molare Wärmekapazität. Das T steht ja in der Formel separat. Und also R hat den Wert 8,31 mal 3/2 mal 1,5 gibt ungefähr 12,5 Joule pro Mol und Kelvin ist dann die Einheit. Also wie viel Energie steckt in einem Mol? Oder wie viel Energie, besser gesagt, wie viel Energie muss ich einem Mol zuführen, um ein Kelvin Temperaturänderung zu erzeugen, also Joule pro Mol und Kelvin. Und schauen wir uns realistische Gase an. Wir haben hier Helium als einatomiges Gas, hat 12,6, das ist hier ein klein bisschen mehr, und Argon hat 12,4 Joule pro Mol und Kelvin. Das heißt, unsere Vorhersage nur aus den Zahl der Freiheitsgrade ist tatsächlich ganz gut hier erfüllt. Dass es ein klein bisschen abweicht, das liegt daran, dass das nicht perfekt ideale Gase sind, dass es noch kleine potenzielle Energien zwischen den Atomen geben kann, die beim Helium ein klein bisschen abstoßen und beim Argon ein klein bisschen anziehend sein können. Insofern hängt das möglicherweise auch noch von der Dichte ab, wie groß dann tatsächlich bei realistischen Molekülen dieser Wert ist, aber er kommt erstaunlich genau raus. Sehen wir zweiatomige Gase. Da hatten wir schon vorhergesagt, dass die Schwingungsniveaus bei Zimmertemperatur wohl ausgefroren sein werden, aber die Rotationsniveaus beteiligt sind an der Besetzung. Und da haben wir diese 5/2 mal R, das sind 20,8 Joule pro Mol und Kelvin, und Sauerstoff hat 21, Stickstoff 20,8 und Wasserstoff 20,2 Joule pro Mol und Kelvin. Das heißt, auch hier passt das super gut. Bei sehr hohen Temperaturen würden dann diese Wärmekapazitäten hier noch weiter ansteigen. Dann kämen nochmal 8 dazu, also 8,3, dann wären wir bei ungefähr 29 Joule pro Mol und Kelvin bei sehr hohen Temperaturen. Für diese 7 Freiheitsgrade dann, wenn die Schwingung beteiligt wird. Jetzt kann man noch Festkörper anschauen. Da sind nun ganz viele Atome miteinander verbunden. Im Festkörperverbund kann das Atom tatsächlich nur schwingen, und zwar in den 3 Raumrichtungen. Und das enthält sowohl die kinetische wie die potenzielle Energie, also dieses jeweils 2-mal 1/2 Karboltzmann T, also ein ganzes Karboltzmann T, und deshalb zählt das wie 6 Freiheitsgrade. Wenn ich diese 6/2 R nehme, komme ich auf 3 R, das sind 24,9 Joule pro Mol und Kelvin. Und jetzt schauen wir mal verschiedene Materialien an. Magnesium, Eisen, Silber, das passt alles schon relativ gut, um die 25. Aber Diamant hat nur 6 Joule pro Mol und Kelvin. Das heißt, es scheint nicht so ganz perfekt und für alles zu passen. Die Regel heißt übrigens die Regel von Dulon und Petit. Und das liegt daran, dass diese Schwingungen, die jetzt ein Atom in dem Festkörperverbund machen kann, also hier zu seinem Nachbarn hin, die dann auf allen Seiten oben und unten sitzen, in den 3 Raumrichtungen, dass die auch wieder quantisiert sind und dass es dort unterschiedliche Energieniveaus gibt. Die werden Sie später kennenlernen als die sogenannten Phononen. Das heißt, man kann die auch als wellenartige Schwingung sozusagen, also die Atome, die schwingen dann so sozusagen als Kette in so einem Kristall, Entschuldigung, in so einem Kristallgitter. Und dann kann man feststellen, dass wenn die eine sehr lange Wellenlänge haben, also nur so ein bisschen verschoben sind und diese Wellen sehr lang sind, dann haben diese Energieniveaus kleine Abstände, und wenn die sehr stark gegenseitig ausgelenkt sind, also diese schwingenden Ketten eine sehr kurze Wellenlänge haben, dann sind die Energien in größeren Abständen zueinander.
Das ist die typische Beschreibung mit Phononen. Das heißt, die frieren sozusagen nacheinander aus. Zuerst frieren die kurzwelligen mit den großen Abständen aus und ganz zum Schluss frieren die diese langwelligen Schwingungen, wo die Nachbarn nur wenig verschoben sind, zueinander aus. Und das gibt dieses Verhalten, dass man so eine typische Temperatur hier findet, hier sowas vielleicht bei Aluminium wie 200 Kelvin, wo dieses Ausfrieren beginnt und dann geht die Wärmekapazität runter. Das nennt man übrigens die Debye-Temperatur, bei der dieses Ausfrieren so typischerweise beginnt. Und die ist für verschiedene Materialien unterschiedlich. Also hier bei Blei, was sehr schwer ist, das hat eine kleine Debye-Temperatur und das Ausfrieren beginnt erst bei sehr tiefen Temperaturen, weil die Energieniveaus relativ dicht liegen. Und Kohlenstoff, das hat eine sehr kleine Masse, also vergleichsweise kleine Masse im Vergleich zu Blei zumindest, und sehr steife Bindungen. Das heißt, deshalb ist es auch so hart, weil die Atome so fest aneinander gebunden sind. Das sind ja kovalente Bindungen. Und durch diese große Federkonstante, also bei der Federkonstanten D, die ist groß, deshalb schwingen die mit sehr großer Frequenz. Und dann ist das H quer Omega sehr groß. Und dann sind die Energieabstände sehr groß und deshalb beginnt das Ausfrieren hier schon deutlich oberhalb von Zimmertemperatur. Das heißt, wenn wir hier bei 300 Kelvin gucken, dann lesen wir hier den Wert von 5 Joule pro Mol und Kelvin ab. Da sind schon, sagen wir mal, 3/4 der, oder eigentlich 4/5 der Freiheitsgrade ausgefroren. Wenn beim Blei eben hier nur ein ganz klein bisschen passiert ist bisher. Gut, aber mit der Regel von Dulong und Petit kann man eben in gewissen Grenzen Vorhersagen über die molare Wärmekapazität machen.